fangen einfach mal an mit der Arbeitsorganisation. Wenn sich CorelDRAW installiert, werden ja viele Bereiche eingerichtet, wo verschiedene Dinge angelegt werden, die ich dann bei meiner täglichen Arbeit brauche. Ob das jetzt die ganzen Farbbibliotheken sind, Pinsel oder was auch immer. In der Grundeinstellung bei der Installation landen die immer an derselben Stelle. Das heißt, dass auf dem Installationslaufwerk wird eine Struktur eingerichtet, wo sich die ganzen Sachen befinden. In der Regel arbeitet man erstmal damit weiter. So, aber es gibt also genug Situationen, wo man sagt, ich möchte bestimmte Dinge an einem ganz anderen Ort haben, einfach um die besser zu erreichen, auch zum Beispiel mit einer weiteren CorelDRAW-Lizenz erreichen zu können, um dann gleich arbeiten zu können oder was auch immer. So, und dazu hat man hier oben die Möglichkeit, die Einstellungen aufzurufen, in unserem Fall die globalen Einstellungen. Und wir befassen uns jetzt hier nur mit zwei Bereichen, die erstmal die wichtigsten sind für diese Organisation. Und zwar sind das einmal, weil ich gerade sagte, die Dateispeicherorte. Hier kann man jetzt sehen, wo Stile, Rahmen, Füllungen und so weiter standardmäßig installiert werden. Und ich kann jetzt jeden einzelnen Bereich davon neu organisieren. Das Schöne ist, wenn da schon Inhalte drin sind, das heißt also, ich mache diese Organisation später, fragt mich CorelDRAW, ob die Inhalte in den neuen Bereich übernommen werden sollen. Und dann kopiert CorelDRAW automatisch diese Bereiche um. Das nächste Thema sind Dateiformate. CorelDRAW kennt, ich weiß nicht, wie viele Dateiformate, und man kann sie auch gar nicht alle kennen. CorelDRAW ist ja bekannt dafür, wirklich viele Formate laden und auch speichern zu können und wird auch oft genutzt, um Daten zu konvertieren. Nicht alles ist automatisch immer mit installiert. Dann habe ich hier die Möglichkeit, wie gesagt, in den Optionen global Dateiformate hier nach entsprechenden Formaten zu suchen, ob Raster, Vektor, Text oder was auch immer, und kann die hinzufügen oder aber auch wieder entfernen, damit ich nicht den ganzen Ballast immer mit mir rumschleppe. So, die ganze Geschichte wird dann einfach nur bestätigt und dann sind diese Bereiche entsprechend eingerichtet.